So, das ist Teil 2 vom Video über besondere Vektoren. Ihr kennt alles schon, ich habe alles vorhin schon aufgeschrieben. Neu ist nur dieser Teil. Und zwar habe ich einfach einen Vektor q aufgeschrieben, und zwar den Vektor minus 2, 3, minus 3. Den möchte ich jetzt mal einzeichnen, und ihr wisst ja, ich kann den prinzipiell überall einzeichnen, wo ich möchte. Ich möchte ihn jetzt mal an einer besonderen Stelle einzeichnen, und zwar möchte ich im Ursprung starten. Und da fällt mir auf, ich habe meinen Ursprung nicht gekennzeichnet. Den muss ich immer kennzeichnen mit einem kleinen O für Origin. Okay, also, ich möchte vom Ursprung aus den Vektor Q einzeichnen. Dann fange ich mal an. Ich muss hier starten, dann laufe ich minus 2 in x1-Richtung. Ich laufe 1, 2, 3 in x2-Richtung und dann laufe ich minus 3, 1, 2, 3 in x3-Richtung. Dann komme ich hier raus, ich markiere mir das mal. Und dann zeichne ich diesen Vektor vom Ursprung aus ein. So, das ist jetzt der Vektor Q. Und jetzt komme ich ja hier an einem ganz speziellen Punkt raus. Und ich möchte mal rausfinden, welcher Punkt das ist. Ich laufe da einfach mal hin. Und zwar laufe ich den Weg minus 1, minus 2 nach hinten, 1, 2, 3 auf der x2-Richtung und 1, 2, 3 nach unten. Und dann sehe ich, ah, ich bin hier anscheinend beim Punkt rausgekommen mit den Koordinaten minus 2, 3, minus 3. Und wenn wir jetzt mal diese Punktkoordinaten mit den Vektorkoordinaten vergleichen, dann sehen wir, ja, die sind eigentlich identisch. Und weil gerade vom Ursprung aus dieser Vektor Q zu diesem Punkt hier zeigt, dann nenne ich doch diesen Punkt einfach Groß Q, weil wir Punkte ja immer mit Großbuchstaben abkürzen. Also, wir können uns merken, Vektoren, die vom Ursprung aus gehen, die führen immer gerade zu einem Punkt, dessen Punktkoordinaten mit den Vektorkoordinaten übereinstimmen. Und das ist total cool, weil wenn ich dann meinen Vektor habe und ich weiß, ich starte im Ursprung, dann kann ich sofort aufschreiben, wie der Punkt heißt, wo der Vektor ankommt. Und solche Vektoren, die im Ursprung starten und zu irgendeinem Punkt gehen, die nennen wir Ortsvektoren. Und das hier ist eben ein Ortsvektor. Ortsvektoren heißen die vielleicht deshalb, so stelle ich mir das vor, weil wir ganz genau den Ort wissen, wo dieser Vektor hinführt. Wir können das Ganze nochmal machen. Also, ich schreibe mal hier unten drunter weiter. Ich habe zum Beispiel den folgenden Ortsvektor, und jetzt improvisiere ich mal kurz, und zwar den Ortsvektor 2, 1, nee, 2, 2, 4. Und das hier soll ein Ortsvektor sein. Dann fange ich doch mal an, den vom Ursprung aus zu zeichnen. Ich nehme mal wieder eine neue Farbe und laufe mal 2, 2, 4. Also 1, 2 nach vorne, 1, 2 zur Seite und 1, 2, 3, 4 nach oben. Dann komme ich hier raus.
So, und jetzt weiß ich auch sofort, wie dieser Punkt hier oben heißt. Das ist auf jeden Fall der Punkt, dessen Punktkoordinaten mit diesen Vektorkoordinaten übereinstimmt, nämlich der Punkt 2, 2, 4. Und weil zu diesem Punkt der Vektor mit dem kleinen Buchstaben R hingeführt hat, nenne ich den Punkt hier oben einfach Groß R. Okay, das heißt, das ist unser Ortsvektor, der führt immer vom Ursprung aus zu einem speziellen Ort, nämlich zu einem Punkt. Und die Punktkoordinaten dieses Ortes stimmen überein mit den Vektorkoordinaten des Vektors. Und ganz wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass solche Vektoren, die im Ursprung starten, immer Ortsvektoren heißen.